Hallihallo, ne? Und herzlich willkommen zum heutigen Stream. Wir spielen heute mal was anderes. Ein Entwickler hat mir einen Key zu diesem Spiel hier geschickt, zu dem Spiel Solium Infernum. Also, das ist so ein rundenbasiertes Strategiespiel. Sah von dem, was ich da gesehen hatte, vom Trailer her ganz interessant aus. Also, ich habe extra einen Key dafür bekommen für dieses Spiel, obwohl das jetzt nur die Demo ist. Ich hoffe, dass der Key, den ich bekommen habe, auch für die Vollversion gilt. Wir wollen heute in dieses Spiel einfach mal reinschauen. Mal gucken, wie das so ist. Einfach mal, auch generell wollte ich mal wieder so machen, dass ich einfach in ein Spiel reinschaue, wie ich es damals mit den Demo-Dienstagen immer gemacht habe. Und ja, da hat sich das hier angeboten, ne? Ich weiß übrigens nicht, wie lange ich jetzt in dieses Spiel reinschauen werde. Das hängt davon ab, wie sehr es mir Spaß macht. Und ich hatte so eine Runde vor. Machen wir erstmal Spieltutorial, damit ich überhaupt verstehe, worum es geht. Also dieses Spiel, wie gesagt, ein rundenbasiertes Strategiespiel. Wo wir Truppen in der Hölle befehligen und die Hölle einnehmen wollen. Die dunkle Majestät ist verschwunden und sein Thron ist verlassen. In der Offenbarung lernst du die Grundkonzepte von Solium Infernum kennen. Mach deine ersten Schritte, ja. Ein Fürst Esteroth, du bist 8. Und schotzt bereits vor, in der für in dich typischen Wut. Konklave ist gespannt. Welche neuen Dimensionen der Verderbtheit du uns in deinem Kampf um den Thron bescheren wirst. Es ist schon eine Weile her, dass du die Annehmlichkeiten deiner Schmerzkammern verlassen hast. Also es geht darum einfach, dass man hier die anderen Höllenbewohner foltert. Soweit ich das gelesen habe. Die haben da auch einen Multiplayer vor, mit der Ansprache, dann kannst du deine Freunde foltern. Es ist schon eine Weile her, dass du dich an den Annehmlichkeiten deiner Schmerzkammer verlassen hast. Nimm dir einen Moment Zeit, um dich an den Ausblick zu erinnern. Die Hölle erstreckt sich bis in die Ewigkeit. Ein Spielfeld ohne Ränder, das sich unendlich weit ausdehnt. Okay. Noch ein letztes Mal sicherheitshalber abgehört. Mit dem Sound. Sicher ist sicher. Das Spiel war ends laut, deswegen teste ich das halt. WASD oder mit rechter Maustaste. Okay. Trotz unserer Bemühungen, dieses Land zu formen, bleibt die Hölle eine unübersichtliche Grenze mit endlosen Horizonten. Nutze Festungen und Orte der Macht als Orientierungspunkte, um dich zurechtzufinden. Ist das meine Festung? Wir erhalten einen Überblick. So, was möchte ich hier? Finde und wähle Pandemonium aus. Kaum war die dunkle Majestät verschwunden, setzte das Konklave das Recht der Prima Inferna ein. Wieder ein. Der erste Erzfeind, dessen Truppen in ein neutrales Gebiet einmarschieren, beansprucht es für sich. Ist ein Kanton einmal beansprucht, darf kein anderer ihn ohne die entsprechende diplomatische Erlaubnis des Konklaves betreten. Hier kriegt keine diplomatische Erlaubnisse von mir. Dürfen alle Steuern zahlen, wenn die durch wollen. Deine Legionen markieren jeden unbesetzten Kanton, durch den sie marschieren, und beanspruchen ihn in deinen Namen. Es ist an der Zeit, die Hölle rot zu färben. Mit deinem Kantonsmarker meine ich. Ein Blutbad ist freiwillig, aber willkommen. Im Übrigen, das ist wieder eins dieser Spiele, die einfach auf stumm schalten, wenn ich einmal raus habe. Ist alles auch wieder mal nice. Ach, ihr seht das gar nicht, weil mein Avatar da drüber ist. Ich hatte da unten links gar nicht hingeguckt. Da unten steht offenbar unser Kriegsheer. Das ist dieser Astaroth. Das da unten links sind wir. Ich habe mich jetzt mal in die rechte Ecke gepackt, damit ihr den seht. Ich weiß nicht, ob das hier unten rechts wichtig ist. Anspruch auf dein Gebiet, wähle Legion. Muss ja erstmal lernen, ne? Vergiss nicht, dass du einen Kanton, der einen anderen Erzfeind gehört, nicht oder einen feindlichen oder unterwürfigen diplomatischen Status betreten kannst. Während eines Rachefeldzugs, zum Beispiel, oder nachdem du dich als Vasall unterworfen hast.
Ach, man kann auch Frieden miteinander haben. Okay. Bei der Aufregung sehe ich, dass du nur einen der beiden Aufträge genutzt hast. Wenn du keine andere Legion befehligen kannst, solltest du vielleicht deine Schergen anweisen, mehr Tribut zu beschaffen. Tribut ist Geld, okay. Ach, hier unten links irgendwas. Hier unten links, hier unten rechts. Die Aktion Tribut suchen bringt dir eine Tributwährung deiner Wahl, wenn die neue Runde beginnt. Ökonomie ist eine langweilige Angelegenheit. Aber was bringt es, einen Krieg zu erklären, wenn du ihn nicht bezahlen kannst? Im Übrigen, für die, die das Spiel interessiert, ich lade das hier eventuell später auch auf YouTube hoch. Denen verlinke ich das Spiel. Dann könnt ihr euch das auf die Wunschliste setzen. Also jetzt, wo ich das hier gerade spiele, ist halt Hauptspiel nicht mal ansatzweise draußen. Okay, hier unten mache ich das mit den Tribut suchen. Da kommt so wichtig ist der Kerl da unten links in der Ecke auch nicht. Da packe ich mich wieder dahin. Ich finde, das da unten rechts ist wichtiger. Zum Inferno ist ein Spiel der vielen geduldigen Züge. Wenn du den Kampfzug beenden drückst, siehst du wie alle Aktionen der Reihe. Ja, sowas kenne ich. Soll halt die Festung der anderen einnehmen. So, bewegen die sich? Nö. Warum bewegen sich seine? Ach, jetzt haben sich meine bewegt. Und ich muss einfach nur die Festungen von den anderen kaputt machen, wenn ich mir jetzt richtig denke. Es gibt auch so Mega-Viecher wie das da. Ich habe da so einen riesigen Erzengel beispielsweise im Trailer gesehen. Oh, mal wie 21 Prestige. Was ist los, Fürst Astaroth? Nein, deine Aufträge wurden nicht verzögert. Deine Truppen waren nicht die ersten, die marschiert sind, weil du nicht der Herrscher in diesem Zug warst. Während der Zugauflösung löst der Herrscher seinen ersten Befehl aus, gefolgt von den anderen Erzfeinden in dieser Reihenfolge. Dann löst der Herrscher seinen zweiten Auftrag auf, gefolgt von den anderen und so weiter und so weiter. Zugauflösung, die Aktionen werden nacheinander ausgeführt, Auftrag für Auftrag. Beginnt mit dem Herrscher. Wie mache ich mich zum Herrscher? Daraus folgt, dass es bei der Planung deiner Kampfstrategie wichtig ist, die Herrschaft zu kennen und zu wissen, wer zuerst agiert. In der Zwischenzeit sind deine Bemühungen zurückgekehrt. Okay, und wo sehe ich das? Okay, zu Beginn jedes Zugs, fast über alle öffentlichen Handlungen. Böser nicht von deinen eigenen Aufträgen und etc. etc. benachrichtigt. Okay. Jetzt habe ich diese komischen Tribute oder wie ist das? Ich nutze mal WASD zum Rumscrollen und alle andere funktioniert gefühlt nicht. Okay, ich kann über zwei Sachen machen. Ich hätte gerne einmal Tribut. Das brauche ich ja. Räter übertragen. Weiß nicht mal, was das ist. Kann ich das auch wieder löschen? Ja. Okay, da oben sind unsere Währungen, wenn ich das richtig sehe. Okay. Die wichtigste Ressource, die du für die Verbesserung von Mächten und so weiter brauchst. Sekret. Hauptressource für Macht des Zorns. Hauptquelle für die Macht der Zerstörung. Ich mache gleich einen auf Virus, habe ich gehört. Für die Macht der Täuschung. Ist auch nochmal so ein komisches Pandemonium. Im Baum des Kummers. Marschiert mal. Ich will den Baum da haben.
Kombiniere mir Attributmarken zu einer einzigen Marke. Zack, zack. Ich schmeiße einfach alles da rein, das passt dann schon. Ich habe keine Ahnung von dem, was ich tue. Ach so, okay. Ach so, warte, da unten, das habe ich gar nicht gesehen. Öffne die Tributnachricht und wähle die beiden Tributdinger. Wähle deinen Tribut. Ich habe da gerade neu drauf geachtet. Warte mal, ich muss mal eben kurz mein Chatfenster anpassen. Viele wissen es nicht, aber ich habe keinen zweiten Bildschirm. So, ich habe es jetzt einfach nach unten links gepackt, da wo der Typ die ganze Zeit sitzt. Was genau macht der Tribut, der unterschiedliche? Ich muss das oben links hinsetzen. Entschuldigung, wenn ihr keinen Ton habt. Das Spiel macht sich lautlos, wenn ich raustabbel. Und mein Shapefenster anpassen ist raustabben. Prestige erlangen. Die wichtigste Siegbedingung von Solium Infernum ist die Thronprüfung, bei der der Erzfeind mit dem meisten Prestige den Sieg davon trägt. Es gibt viele Möglichkeiten, Prestige zu erhalten. Am zuverlässigsten ist es, seine Legion zu nutzen, um Orte der Macht zu erobern und zu halten, die jede Runde, in der du sie kontrollierst, Prestige generieren. Lusbelia wird dir gleich sagen, dass der nahegelegene Baum des Kummers bereit ist, erobert zu werden. Ja, habe ich auch schon vor. Natürlich ist Belial auch ein krankhafter Lügner, der es genießt, Sieg aus der Ferne zu manipulieren. Darüber denkst du jetzt besser nicht nach. Warum denn nicht? Okay. Ah, da ist dieser Ausdruck vom Lotus, den wir so gerne mögen. Sprech mir schnell über Erobern und Strategie, damit wir den Drachenritter bei der Arbeit beobachten können. Schauen wir uns deine persönliche Legion, das Blut von Astorov, genauer an. Ja, habe ich. Der Kampf findet in drei Phasen statt, so wie es das Konklave verlangt. Im Blut des Astorov zeichnet sich überraschenderweise in der zweiten Phase aus Nahkampf. Drachen in den Baum des Kummers. Der Baum ist in der Nahkampfphase äußerst verwundbar, woran sehe ich das? Eine Garnison besteht eher aus Gärtnern als aus erfahrenen Soldaten. Ich bin gespannt darauf, wie deine Legion ihre Gliedmaßen in fleischiges Feuerholz sagt. Der Kampf in Solium Infernum verläuft in drei Phasen: Fernkampf, Nahkampf und Höllenkampf. In jeder Phase gewinnt die Legion mit dem höchsten Wert. Richtet Schaden in Höhe der Differenz an. Wenn die Legion aus null Treffer befällt, wird sie besiegt und in die dunkelsten Tiefen des Abgrunds verbannt. Man wird sie nicht vermissen. Also da schmeiße ich einfach Sunny rein. Wenn ein Ort der Macht besiegt wird, übernimmt der angreifende Erzfeind die Kontrolle über ihn. Da habe ich denn hier alles unten noch? Im Blut des Astorov wird der Baum Schaden zufügen, aber sie besiegen ihn nicht in einem Zug und du hast einen Ruf zu wahren. Ich kenne zufällig jemanden, der dir zum entscheidenden Sieg verhelfen kann. Legionen können mit Anhängen verstärkt werden. Imperator wäre im Moment eine gute Option. Ein Meister des Kampfes, der eine Legion zum Sieg führt. Ich weiß, dass der streitlustige Buhne seinen Dienste auf dem Bazar Fall bietet. Geh hin und bietet, bevor es jemand anders tut. Bazar? Prätoren, Buhne, hat er gesagt, ne? Nahkampf. Der sieht auch finster aus, der Typ. Du hast einen feinen Auftragsplatz. Ach, ich musste hier unten das. So. Währung plus Währung. Danke. Ist das jetzt meins? Richtig, du wirst Blume mögen. Er teilt die Vorliebe meines Fürsten Astorov für stachelbesetzte Gewänder und Meuchelmord.
Wir erfahren das Ergebnis der Auktion in der nächsten Runde, im Nachrichtenprotokoll. Du hast noch einen ungenutzten Auftragsplatz. Du könntest deiner Legion befehlen, weitere Gebiete zu erobern. Oder du könntest ein paar Schergen auspeitschen, bis sie dir mehr Tribut bringen. Ich wage es nicht, deine Wünsche zu erahnen. Du hast deine eigenen Pläne, wie wir alle. Auspeitschen! Ich lerne, Leute. Ich lerne. Große die Schmerzen, sie greifen es an. Haben sie den Kampf gewonnen? Dann guck mal, da war erst Fernkampf, jetzt ist der Nahkampf dran. Da ist was passiert. Okay, da oben kommen Fieslinge. Kann ich hier auch neue Leute beschwören? Checke deine Schaltkaste. Alle Legionen haben mindestens einen Anhängerplatz, an denen du einen Prätor. Ja, das habe ich ja schon gesehen, ne? Dein Gebot war erfolgreich und du verfügst jetzt über einen Prätor. Wer bereit ist, in deinem Namen Gewalt auszuüben. Um den Prätor zu nutzen, müssen wir ihn an deine Legion anhängen. Das habe ich ja schon gesehen, wie geht. Eine persönliche Legion kann nur einen Anhänger tragen. Jetzt gerade bringe den Prätor an deine Legion Blut von Astorf an. Sie wird an Macht gewinnen. Zu immer größeren Grausamkeiten angespornt werden und deinen Namen mit Prestige überhäufen, bis du sicher vom Konklave bevorzugt wirst. Okay. Ohne, tu deinen Job. Wenn du bereit bist, greifst du in dem Baum des Kummers an, indem du deine Legion in seinen Kanton schickst. Du hast dich auf diesen Moment vorbereitet. Ob du ihn jetzt oder zu einem späteren Zeitpunkt einnimmst, ich habe keinen Zweifel daran, dass die Schlacht glorreich enden wird. Kann ich hier auch Leute irgendwie holen? Weil da oben, da kommen Fieslinge. Und ich glaube, die wollen mich. Wähle deinen Tribut. Ich habe einen weisen Kauf getätigt. Ich habe meinen Tribut gezahlt. Ich werde das Ding jetzt kaputt machen. Ich sag doch, da kommt ein Fiesling. Und die kämpfen jetzt weiter. Wie gesagt, interessant ist das Spiel auf jeden Fall. Und zumindest für die, die so Strategiespiele auf jeden Fall lieben. So, Angriff! Macht es kaputt? Muss ich irgendwas tun? Oder machen die selbstständig? Hallo? Die machen selbstständig, okay. Okay, ich habe das Ding eingenommen. Das ist jetzt meins. Ich glaube, mit dem Ding will ich mich nicht anlegen. Okay, jetzt ist Lilith Regent. Wenn ich ein erbarmungsloses Streben nach Macht für einen Moment unterbrechen darf, meiner Meinung nach zollt das Konklave deinen Triumphen auf dem Schlachtfeld nicht genügend Respekt.
Wir müssen mehr Möglichkeiten finden, Prestige anzuhäufen, um ihre Wertschätzung dir gegenüber zu steigern. Lass sie uns dazu über Pläne sprechen. Okay. Pläne sind sind kühne Vorhaben, die deine Rivalen beeindrucken und das Konklave amüsieren sollen. Sie werden mit Prestige belohnt. Je ehrgeiziger, desto größer die Belohnung. Ich finde, der beste Ort für einen Plan ist dein Heiligtum. Ich sehe mächtig aus. Okay, einen neuen Plan schmieden. Muss ich zwei schmieden oder reicht eigentlich einer? Nach einem Zug Bedenkzeit hast du die Wahl zwischen verschiedenen Plänen, die am besten zu deinen Talenten passen. Du kannst deinen Plan öffentlich verkünden oder ihn heimlich verfolgen. Das Konklave liebt es, wenn ein Angeber scheitert. Wir reden im nächsten Zug weiter, wenn du dein Gift gewählt hast, sozusagen. Hat man nur stets einen Trupp, der rumrennt? Das Ding ist jetzt meins. Aber da unten, da sehe ich das. Ich habe 3 Fernkampf, 10 Nahkampf und 0, was auch immer das dritte ist. Der hier ist zum Beispiel stark in diesem dritten Ding. Ich glaube Helium oder irgendwie hieß das. Ich mache mich mal wieder auf dem Heimweg. Warte mal, den Auftrag nehme ich weg. Damit ich da den gleich verprügel. Förderungsbelohnung auswählen. Legion des Blut. Ach, darauf hat sich auch dem Schlachtfeld hervorgetan. Wähle aus welcher Aspekt der Kampfkunst als Belohnung unermüdlich trainiert werden soll. Ich befördere sie einfach mal. Ach so, sie werden jetzt besser. Höllisch ist das dritte. Na komm, hole ich auch mal ein bisschen höllisch. Was hast du? Darf ich dann... Ja. Zacke, diese Lilith, die sucht Stress. Reicht es, wenn man die in einem Punkt irgendwie überbietet? Ich hoffe einfach mal. Die haben gerade jemanden bekommen. Jetzt dieser Marmon-Regent. Du kannst jetzt einen Plan aus deinem Nachrichtenprotokoll auswählen. Pläne werden auf Grundlage deiner aktuellen Fähigkeiten erstellt und ermöglichen es dir, Prestige zu verdienen und andere Erzfeinde zu ärgern. Ärgern tue ich die gerne. Öffentliche Pläne sind lohnender, bergen aber das Risiko, dass andere versuchen, sie zu durchkreuzen. Geheime Pläne werden nicht so großzügig und nicht sofort belohnt. Das Prestige für einen geheimen Plan wird erst gegen Ende der Thronprüfung vergeben. Ja, da wird hier entschieden, wer gewonnen hat, ne? Plan auswählen, für 5 erfolgreiche Störungsrituale durchschließt, schließe ein Abhandlungsmanuskript ab. Abhandlung oder Zerstörung? Das hier gibt mehr Punkte, ich würde einfach sagen, wir nehmen das. Eine ausgezeichnete Wahl, ohne Zweifel. Pläne brauchen Zeit. Nach ein paar Zügen und angesichts von 1000 anderen Lügen und Geheimplänen, die du im Auge behalten musst, könntest du die Details vergessen. Wenn du Hilfe brauchst, kannst du das Zielfenster zu Rate ziehen. Alter, ist da hier viel, worauf man achten muss. Diplomatie.
Diplomatie anwenden. Ich kann fordern, beleidigen, erklären. Ach so, da erkläre ich den Krieg. Drakonisch Erazia, immer ausgerufen, erlaubt die drakonische Razzia beiden Erzfeinden einen Zuklang in das Gebiet des anderen einzudringen, ohne dass ein Rachefeldzug erforderlich ist. Da kann ich ihn auf mich aggressiv machen. Okay. Was genau muss ich denn für so ein Abhandlungsmanuskript denn machen? Das profane Herz von Solium entfernen ist das Wechselspiel der Diplomatie zwischen Erzfeinden. Beleidigungen, Forderungen, Erklärungen und Vorschläge dienen dazu, den Gegner zu zermürben, Konflikte zu erzeugen und dich in eine überlegene Position zu bringen. Eine gut formulierte Beleidigung ist nicht nur kreativ, sondern ermöglicht es einem Erzfeind auch schnell Prestige zu gewinnen oder einen Konflikt zu beginnen. Die häufigste Form der Diplomatie in der Hölle und vermutlich auch anderswo ist Erpressung. Wenn eine Schwäche beim Rivalen aufgedeckt wird, kann ein Erzfeind eine vernichtende Rede halten und seinen eigenen Konflikt beginnen. Friedensangebote zwischen Erzfeinden sind stets zeitlich begrenzt, beinhalten Bestechungen, Drohungen oder tatsächlich Sklaverei. Verfolgen meist einen Hintergedanken. Ja, und was ist jetzt dieses Abhandlungsding-Kirchen? Man darf Belia nicht trauen, jedes seiner Worte ist Gift, Pipapo. Später kannst du die Schriften in der Enzyklopädie nachlesen, um einen wesentlich zuverlässigen Leitfaden für Diplomatie, Überlieferung und Feinheiten der Herrschaft in der Hölle zu lesen. Dein Gegner hat nicht lange gebraucht, um ihn in dein rechtmäßiges Gebiet vorzudringen. Homo hat die Ebenen der Hölle mit den gequälten Toten gepflastert und Lil fühlte den unheiligen Boden, als wäre er nur ein funkelndes Schmuckstück. Mir liegt fern, den Drachenhalter Militärfragen zu beraten. Du bist durchaus in der Lage, physische Legionen und Artefakte auf dem Basar zu kaufen. Ah, okay, da kriege ich mehr Leute her. Wenn es um die hohe Kunst geht, einen Kampf aufzunehmen, kann ich hier jedoch behilflich sein. Okay. Diplomatische Aktionen wie Anforderungen und Beleidigungen sind perfekt geeignet, um einen Gegner einzuschüchtern und ihn unter Druck zu setzen. Wenn du eine Forderung stellst, muss dein Gegner entweder annehmen und dir eine ordentliche Summe an Tribut zahlen oder sich weigern und dir erlauben, einen Rachefeldzug zu starten. In beiden Fällen gewinnst du. Okay, klingt ja schon mal positiv. Wähle Diplomatie und stelle eine Forderung gegen einen anderen Erzfeind. Hey, du Pedder! Denke daran, dass alle Arten von Forderungen und Beleidigungen zu einem Rachefeldzug führen. Wenn das Ziel sich weigert, an die Diplomatie nachzukommen. Ich will Tribute. Du bist nahe meinem Land. Du hast hier nichts zu suchen. Die bittere Saat der Diplomatie benötigt Zeit, um saure Früchte zu tragen. Deine Forderungen werden dem Konklave vorgelegt und im nächsten Zug übermittelt. Im übernächsten Zug erhältst du eine Antwort. Du kannst gerne deine Truppen an den Grenzen versammeln und bedrohlich wirken. Während du wartest im nächsten Zug, sprechen wir über Mächte und Rituale, während wir auf die Antwort warten. Warum bin ich immer ganz unten mit der Karte? So, dann bewege ich mich noch so. Das ist einfach nur der Verlauf. So, ich baue mein Gebiet aus. Stehe jetzt hier. Die haben sich gerade zweite Truppen gegönnt auf dem Basar. Kann es sein, dass der immer die gleiche Strecke läuft? Das Ding steht gefährlich nah bei mir. Ist meine Forderung jetzt durchgegangen? Klirrendes Metall und sprudelndes Blut sind die Sinfonie der Eroberung. Wenn du genau hinhörst.
Hast auch gefestigte Beschwörungen und den Gesamtdiskurs der Hölle. Rituale können die Pläne deines Gegners vereiteln, seine Besitztümer stehlen und sogar das wird dir gefallen, den Legionen tödlicher machen. Passis Mag nunc. sein, dass zauberkundige Rivalen wie Lilith und Murmur mit Verachtung von deinen Ritualen sprechen. Zeig mir die arkane Macht des Drachenritters und du hast mein Wort, dass das Konklave meine Aussage hören wird. Ritualkammer. Alte 3 Prestige, wenn ein Gegner einen anderen mit einer diplomatischen Aktion angreift. Okay. Dann nehme ich mal dieses Entkräftung. Ich habe Dinge getan. Ich soll die da drauf ziehen. Ein Tröpfchen und einmal Feufeu. Passt, ne? Aha, ein netter Versuch, aber vielleicht finden wir für dich ein Ritual, das weniger subtil und eher zerstörerisch ist. Streichen wir den Auftrag und konzentrieren uns auf die Verbesserung deiner Mächte. Am besten, bevor du dich in einem Rachefeldzug mit einer so furchtbaren Magin wie Lilith wiederfindest. Also Auftrag abbrechen. Jeder Erzfeind ist mit 5 verschiedenen Mächten gesegnet, verbesserte Attribute, die ihm einzigartige Fähigkeiten verleihen. Boah, das Spiel, da braucht er richtig viel Hirnschmalz. Militärische Macht und Taktik, ein Augenmerk für Diebstahl und Verschleierung, Wissen und Verteidigungsanlagen, um magischen Ruin zu bewirken, für politische Manipulationen. Wenn du deine Mächte steigerst, schaltest du auch mächtige Rituale und passive Fähigkeiten frei. 2 wesentliche Eigenschaften, die Bootqualität und Anzahl der Auftragsplätze, können verbessert werden, indem du 1 der 5 Mächte steigerst. Würde ich hier nicht das Tutorial spielen, würde ich überhaupt nicht durchblicken. Bin ich ganz ehrlich. Ich würde ohne das Tutorial echt null durchblicken. Beeindruckend, nicht wahr? Die Wege, die ein Erzfeind gehen kann, sind vielfältig und furchterregend. Wie gut, dass ich hier bin, um dich anzuleiten. Jede der 5 Mächte hat ihre eigenen Vorteile. Aber kommt nie aus der Mode. Ich empfehle dir, an deinen Zerstörungen zu verbessern und das Ritual höllisches Elend vorzubereiten. Höllisches Elend. Mächte. Wähle Mächte aus und verbessere deine Zerstörungen. Da. Okay, fügen dem Ziel Schadenhöhe Doppeltes der Zerstörungen zu. 2 Geister und viele Flammen. Okay. Hab ich getan? Deine gewählte Macht wird im nächsten Zug steigen. Gerade rechtzeitig, um eine Antwort auf deine jüngsten diplomatischen Bemühungen zu halten. Ich höre das Rauen des Krieges in den Hallen vom Pandemonium. Bereite dich auf die Gewalt vor, die du dir wünschst. Okay. Bazar. Ich hätte gern gute Fernkämpfer. Die hier wirken wie gute Fernkämpfer. Oh, habe ich. Das kann ich mir nie leisten. Kann mir gar nichts leisten. Ach, dann Tribute. So, wollt ihr den Krieg? Zumindest mit den Quellen wollt ihr Krieg. Kann ich abstauben? Also man muss auf jeden Fall diese Zahl auf 0 runter machen. Das, was man höher ist, das macht man auf Mann Damage. Infernal war das dritte. Die kommen ja echt gar nicht klar. Ich hätte gerne so eine richtig starke Legion, ehrlich gesagt.
Das Grundprinzip habe ich auf jeden Fall jetzt so ganz langsam verstanden. Das Ding da, das sucht doch Stress. So, jetzt bin ich der Regent. Sieht jetzt aus. Ihr Warte wurde deine Forderung abgelehnt. Eine solche Vermessenheit, eine solche Respektlosigkeit verdient es, bestraft zu werden. Fordere deinen Rachefeldzug, Fürst Atarov. Zieh mit deinen Legionen durch ihr Land und verbanne ihre Soldaten in den Abgrund. Wir befinden uns im Krieg, wie Belial davon profitiert, wissen wir nicht. Denk dran, Rachefeldzüge erlauben es dir, die Kantone, also diese komischen Kaedas einzunehmen. Gegen in seine Legion zu kämpfen und seine Orte der Macht zu holen, sei dir bewusst, dass diese Rechte auf Gegenseitigkeit beruhen. Rachefeldzüge beginnen erst, wenn der Rachebezug formell bestätigt und vom Konklave abgesegnet wurde. Mit Rachefeldzügen darfst du die Festung deines Gegners nicht angreifen. Du brauchst einen abscheulicheren diplomatischen Zustand wie eine Blutfehde oder Exkommunizierung, wo du einen rivalisierenden Erzfeind eliminieren kannst. Wir in der Hölle sind Sadisten, keine Willen. Okay. Um einen Rachefeldzug zu fordern, musst du Prestige setzen und die Bedingungen deines Konflikts wählen. Die Statuten der Kantonsoberen sind komplex und umständlich. Ja, ich merke schon die ganze Zeit, dass das komplex ist. Eine einfache Wette auf die Zerstörung einer Legion innerhalb von 3 Runden ist für unsere Zwecke besser geeignet. Öffne das Zugprotokoll. Nilf hat sich geweigert, deiner Forderung nach dem Tribut vor dem Konklave nachzukommen. Du hast zwar das Prestige verloren, das du für diese Forderung ausgegeben hast, aber du hast jetzt Grund, einen Rachefeldzug zu fordern. Wähle unten das Ziel und die Dauer deines Rachefeldzugs aus. Diese Angaben werden nicht. Ach, ich erkläre dir jetzt einfach nur den Krieg, ne? Bedingungen festlegen. Ich würde sagen, ich mache einfach ihre Legion kaputt. Oder ich nehme ihren Ort der Macht ein. Ging ja auch. Ich setze mal 8. Machen wir bestätigen. Das genügt. Die Bedingungen deines Rachefeldzugs werden an das Konklave geschickt und noch in diesem Zug abgesegnet. Halte deine Wut noch einen Moment zurück. Dein Rachefeldzug beginnt im nächsten Zug ernsthaft. So, Tribut. Und Tribut, würde ich sagen. Wähle deinen Tribut. Aber ich darf mir was ja nehmen, ne? Das und das bitte. Machen die sich gegenseitig kaputt? Also ich mag ja so Strategiespiele, ne? Aber wenn es so mega kompliziert ist, ist es auch ein bisschen schrecklich irgendwo. Um Gottes Willen, da steht nochmal so ein Ding. Was ist eigentlich, wenn ich so ein Ding bekämpfen würde? Würde ich komplett vernichtet werden? Oder... Jetzt, wo der Prinz der Lügen dich in einen Rachefeldzug verwickelt hat... Ist hier einiges, Kopierartikel über die fortschrittliche Kriegsführung, Gefechtskarten, Unterstützung und Zerstörungsrituale. Oder vielleicht möchtest du lieber mit eingezogenem Schwanz zurückkehren, nachdem du ein paar Schläge gegen dein Ego einstecken musstest. Das bleibt natürlich dir überlassen.
Die Macht des Horns verschafft dir Zugang zu mächtigeren Gefechtskarten, einmalig verwendbare Anhänge, die geheim bleiben, bis der Kampf begonnen hat. Eine böse Überraschung, die deinen Gegner paranoid und verlässlich macht. Fehlt deine Blut, das da, Gefechtskarten. Meine sind ja Nahkämpfer, also will ich doch eigentlich. Warte mal. Fernkampf würde ich überlegen. Ich glaube, ich sollte dieses Infernal bei mir steigern, sonst sind meine ja instant tot. Was ist denn die Lockvogel-Taktik? Ich soll plus 2 Fernkampf machen. 3 Kreise. Du kannst den Rest dieses kleinen Krieges genießen, wie du es richtig hältst. Denk nur daran, dass die Festung tabu ist. Fürs Erste. Ich würde einfach sagen, Angriff! Ach ja, ich muss ja die Tribute noch abholen. Immer die Doppeldinger, würde ich sagen. Ich nehme das mal. Das scheint mehrere wert zu sein. Wie kann sie es auch einfach ablehnen, einfach meine Forderung zu erfüllen? Wenn ich Tribute haben will, dann hat sie mir abzugeben. Könnte ich gewinnen? Hier habe ich schon mal die Oberhand von 1 und Nahkampf hatte die ja gar nichts, ne? Ja, im Nahkampf vernichte ich. Wäre die Karte doch vollkommen unnötig gewesen. Ja, hab eine Schlacht gewonnen und die Religion zerstört. Das wirft sie auch zurück, ne? Oh, jetzt bin ich der Liebling. Nachdem dein diplomatischer Vorschuss nun geklärt ist, lass uns über eine Verbesserung deines Rangs innerhalb des Konklaves nachdenken. Setz dich durch. Dein Höllenrang zeigt deine Macht und dein Gewicht innerhalb des Konklaves an und hat weitreichende Auswirkungen. Ich sag mal, Konklave ist einfach so gesehen die Regierung der Hölle. Diplomatische Aktionen werden effektiver und schalten bei höheren Rängen mächtigere Möglichkeiten frei. Dein Stimmrecht bei Edikten verbessert sich. Was sind Edikte? Okay. Ah, ich kann auch mehr Tributmarken dann nehmen. Jede neue Rang kostet eine erhebliche Menge an Prestige. Sei gewarnt, das Konklave kümmert sich nicht um deinen Rang am Ende der Prüfung. Es interessiert sich nur für das Prestige, das du übrig hast, wenn der Gong ertönt. Bei Zug 50 wird der Sieger erwählt. Rang. Rang kaufen. Wie viel hat mich das jetzt gekostet? Ich glaube 30. Ich habe genau da mein Chatfenster. Ich pack's ein kleines bisschen runter, dann sehe ich auch meine Prestige. Leider endet unsere Gemeindezeit bald fürs Erste darauf. Es kursieren Gerüchte, dass ich mich zu sehr für deine Domäne interessiert habe. Der Prinz der Lügen muss ein Heuchler und Ratgeber für alle bleiben. Nicht nur für dich. Nonsense. Sobald es bleibt, ist abysalische Streicher als Sport, um wegen der Erfahrung zu jagen, kannst du nach größeren Gewinnen ausschalten. Unabhängig davon, ob du dich für militärische Macht oder mächtige Artefakte entscheidest, stößt du auf die gleiche Barriere. Geld! Genau gesagt, die laschen Gesetze des Konklaves, die besagen, dass jede Transaktion in der Hölle mit bis zu 8 Marken bezahlt werden muss. Ein ärgerliches Gesetz, das wir aber trotzdem umgehen können. Eine goldene Konsolidierte Marke enthält mehr als eine Art von Tribut und kann höchstens einen Wert von 9 von jeder Art enthalten. Ich persönlich halte nichts von dieser Abrechnung, aber ich befürworte jedes Mittel, um uns selbst mehr Macht zu verschaffen. Und sicher nicht, weil ich eine so wertvolle Marke aus deinem Gewölbe stehlen würde, wenn du sie einmal erschaffen hast. Okay. Ach, ich verbinde die jetzt.
Ich packe einfach mal von jedem so ein Einser-Ding hoch. Ich packe mal von jedem so ein Zweier-Ding hoch. Weil ich nicht von jedem ein Einser habe. Ja, und jetzt sind die alle hoch 2. Könnte ich sogar die 3 packen? Ja, könnte ich. Bin sicher, du weißt genug, um die Turmprüfung zu bestehen, ohne uns beide erlegen zu bringen. Erinnere dich einfach an die Höllenregel. Das Kriterium, nach dem das Konklave den Sieger kürt, ist das Prestige. Jeder Auftrag muss seinem Ziel dienen, mit möglichst viel Prestige im Spiel zu bleiben. Alles andere, anschließend Fair Play, ist zweitrangig. Der Prinz der Lügen verlässt den Allerheiligsten und mit ihm verschwinden die verrückten Echos seines Geflüsters und die hinterlässigen Untertöne genießen die Ruhe, solange sie andauert. Nun, nachdem diese erste Lektion des Solium im Fernen abgeschlossen sind, kannst du das Rennen um den Thron bis zu seinem Ende verfolgen. Also wir können diese Schlacht ruhig zu Ende spielen, ne? Wenn du die Abgründe der Hölle selbst erforschen willst, kannst du in den Chroniken, ja, kann ich nachlesen. Also Fragen, das wartet auch in den Kategorie. Alles für dich, willkommen in der Hölle, Erzfeind. Okay, dann versuchen wir das jetzt zu gewinnen. Kann ich, ich kann gerade gar nichts machen, ich habe ja schon mal ausgewählt, ne? Rang und das andere. Also man muss ja auf richtig viele Sachen achten. Was ist, wenn ich so ein Ding platt mache? Ja, ich bin nicht mehr da. Und du suchst Stress mit mir? Ich weise dich zurück und dann mache ich dich fertig. Ich muss jedes Mal aufs Neue mein Chatfenster hier rausnehmen. Das Konklave stellt mit seiner Wirtschaftspolitik nicht nach Fairness. Nein, stattdessen lächeln sie nach den glorreichen Katastrophen, die sie herbeiführen können. Okay, dann verliere ich ja nur eine, ne? Ich habe am wenigsten Nachteile von. Schöne Beschreibung. Okay, das Ding ist einfach richtig stark im Nahkampf, aber platt kriegen würde ich es trotzdem. Die Frage ist, was hätte ich davon? Ich kann jetzt nicht einfach sagen, nee, ich bin nicht mehr dazu berechtigt, da anzugreifen. Nee, warte mal, das lasse ich mal. Der wird, die greift eventuell gleich an. Ich hätte gerne eine weitere Legion jetzt endlich, wenn ich es mir leisten kann. Diese stygische Wache, die klingt ganz nett. Nee, brauche ich Tribute. Okay, ich fordere einfach doppelt Tribute ein. Ja, Runde 50 hat sich das Spiel dann entschieden, ne? Dann spielen wir jetzt bis Runde 50. Vielleicht kommt das Ding ja auch nochmal näher. Bestimmt kriegt man auch richtig viel Prestige, wenn wir die Dinger umbringen, könnte ich mir vorstellen. Ach, jetzt darf ich als erstes. Du bist der Herrscher. Die zanken sich alle. Die beiden da unten bekriegen sich gleich. Alle dürfen was abgeben, was Zufälliges. Ich darf jetzt immer 3 Dinger nehmen. Okay, auf jeden Fall die Doppeldinger und dann nehme ich die Flamme.
Kreise brauche ich auf jeden Fall, habe ich gerade eben gesehen. Nämlich noch Flamme und Geist braucht man offenbar auch sehr viel. So, und jetzt. Ich will diese Wache. Ich kann das doch zahlen, oder nicht? Ich pack die hier auf jeden Fall rein. Ach, ich müsste die verbinden. Ach gut, ich könnte die Feuerdinge ja beispielsweise untereinander verbinden, ne? Wo habe ich das Konsul-Dingsbums gemacht? Ach, unter Tribut hier unten. Dann mache ich einfach mal so. Zack. Schmeiß mal das ganze Feuerzeug zusammen. Mache ich noch eine Konsole Dings Küchens? Schmeiße ich das hier zusammen? So. Das nehme ich mal wieder weg. Mache ich daraus einen 7, 4er. Eine Ereigniskarte auswählen. So, wir wollen Monopoly. Okay. Okay, irgendwie die Tribute von denen vernichten. Oder eine Marke weniger. Ich würde sagen, das da. So. So, die Geister. Na gut, mit dem Wasser habe ich es eventuell übertrieben. Ist aber auch egal. So, zwei davon. So, hab mein Gebot abgegeben. Ich will den Typen haben. Dann würde ich sagen, gib mir Tribute. Der hat 8 Prestige gegen mich gesetzt. Du willst Stress? Dann komm her. Ich zeig dir, wo der Frosch die Locken hat. Komm her. Dich mach ich fertig. Ich mach dich lahm. Ich habe jetzt wenigstens wieder eine Berechtigung, einfach bei dir einzumarschieren. Ja, die haben Stress miteinander. Kann es sein, dass die Karte nicht besonders groß ist? Der Lino da, der hat es ein bisschen besser mit der Melee-Kraft, aber Infernal ist der andere besser. Weil man muss ja echt von jedem Wert ein bisschen was haben, um überhaupt irgendeine Art von Abwehr zu haben. Also im Nahkampf gewinnen meine auf jeden Fall. Ja, ich glaube echt, dass sich das irgendwo mehr oder weniger loopt. Also dass die Map eigentlich wesentlich kleiner ist, als sie aussieht. Vitus, Spiritus. Ich würde so ein Ding gerne mal platt machen. So, da ich darf jetzt einfach ihr Ding kaputt machen, ne?
Jetzt habe ich ja die Erlaubnis. Ja, ich will's ja. Ich darf nicht. Was macht diese Lockvogel-Taktik? Darfst du nur sie bei mir einmarschieren? Nee. So, jetzt marschiere ich bei ihr ein. Da unten stehen meine Supertypen, die lassen wir mal dort auch stehen und suchen dann weiter nach Tributen. Münzen habe ich gerade weniger. Deine Schergen haben dir aus eigenem Antrieb ein bescheidenes Opfer gebracht, sicherlich um deinen Zorn zu besänftigen. Oh, die haben selbstständig mir was dargeboten, das ist sehr nett. Hat es irgendeinen Vorteil, die Dinger zu besitzen? Außer, dass ich Prestige dadurch kriege? So, das Ding da nehme ich jetzt ein. Ja, im Nahkampf habe ich so oder so die Nase vorn. Braucht man gar nicht weiter drüber reden. Ah, okay, und wenn ich da schon siege, dann kommt das letzte gar nicht erst im Einsatz. Okay, um das Infernal brauche ich mir dann eigentlich überhaupt keine Sorgen machen. Sie hat den Streit angefangen. Und jetzt dreht sie einfach nur Kreise. Können wir mal gucken, ob ich mit einem von denen einen Friedensvertrag mache. Erstmal. Ja, das kommt jetzt zu mir runter, das Mistding. Die mache ich ja easy platt, ne? Ich frage mich, ob die Dinger auch von sich aus angreifen können und es einfach nur nicht tun. Momentan bin ich der Favorit. Wir sind erst bei Zug 13, ne? Kann ja ewig gehen. So, erstmal das auf jeden Fall. Feuer brauche ich. Und wenn, dann nehme ich ja die doppelte Münze, ne? Komm her. Wenn du unbedingt Stress suchst. Alter, du hast doch überhaupt keine Chance. Da brauche ich ja nichts besser machen. Guck mal, 5 im Nahkampf. Ich habe, ja, hier glaube ich 12. Ja, ich habe 12 Nahkampf. Die hat 7 Leben. Da brauche ich nichts machen. Dann ziehe ich mal mit denen hier in die Schlacht, würde ich sagen. Oder könnte ich so ein Ding kaufen, wieder so ein Prätor? Okay. Okay. Das Ding wäre auch ganz interessant.
muss ja auch mal hier mal gucken. Kann ich mir überhaupt einen dieser Prätoren leisten? Nicht einen einzigen. Ich schick dich in, jetzt mal los. So. Und der Kampf, der ist schon gewonnen. Kann sich ja gar nicht wehren. Ja, was fällt dir ein, auch Forderungen an mich zu stellen? Ist doch klar, dass ich dafür einfach vernichte. Easy peasy. Was für eine Lusche. Ach, mit denen hat sie auch Stress, oder wie? Die Lilith, die sucht ja mit jedem Stress. Ich lasse die einfach mal dort. Die einen Typen. So, jetzt bin ich der Regent. Hat die jetzt ihre Fehde mit mir schon verloren? Oder kann ich hier immer noch durch? Ich kann hier immer noch durch. Dann nehme ich dir deine Felder. Und mit ihm habe ich ja keinen Stress. Du bist der Herrscher. Ja, wir lassen uns mal bei dem Ding. Dich befördern wir. Ich mache mal deine LP höher. Kannst ja richtig viel aushalten. Okay, einer von denen hat sich ein Artefakt gegönnt. So, und die lasse ich dann auch mal weiter marschieren. Wie gesagt, ich will so ein Ding mal platt machen. Mit ihm habe ich keinen Stress, der kann hier nicht weiter. Macht dann eventuell weiter ihre Felder kaputt. Ich glaube, das Einfachste wäre wirklich einfach, deren Festung irgendwie kaputt zu machen. Wenn ich so eine Blutfeder anzettel. Kann mal einer von euch so ein bisschen in meiner Nähe stehen bleiben? Danke. Ach, Feldzug gegen... Ist der Krieg geht einfach weiter. Füttert die nicht gerade vom Prinzip einfach nur meine Kraft? So, das Ding, das sollte ich down bekommen. Danach, nee, warte. Ich will diese Schlacht haben. Ich mache einfach mal sicherheitshalber so. So. Und dann fordere ich einfach mal Tribut ein. So, was habe ich davon, die Dinger zu vernichten? Hier verliere ich beim Mini, glaube ich, etwas. Da habe ich vernichtet. Ich habe das Ding kaputt gemacht.
Habe ich dafür jetzt irgendwas gekriegt? Ich glaube, ein bisschen Prestige habe ich bekommen. Da war wieder eine Auktion. Was ist? Okay. Die Doppeldinger und Feuer kriege ich bei beiden Dingern. Ich würde sagen, gib mir die Münzen mal wieder. Ja, und dann erkläre dich für zu schwach. Was genau bringt mir das? Ich höre einen Rachefeldzug, das heißt, in der Hinsicht geht schon mal nichts. Solange der Rachefeldzug gilt, kann ich da auch nichts machen. Ich könnte ja ihr dann einfach sagen, ich will der Blutfürst sein? Ne, das geht erst nachdem der Rachefeldzug um ist. Okay, habe ich mich da auch mal durchgesehen. Ich hätte gerne einen Prätor für den einen Typen. Brauche ich aber zweimal die Geister. Obwohl, ich bräuchte sechsmal diese Wasserdinger. Das wäre wesentlich besser. Ja, eh schon auf Kriegsfahrt, ne? Ja, und dann Tribut. Gib her. Hat halt mit zwei Leuten gleichzeitig Krieg, ne? Können die Dinge eigentlich auch von sich auf mich angreifen? Also das Sechservieh steht jetzt hier oben. So langsam verstehe ich das Spiel. Es hat sechs im Nahkampf. Erstmal die Tribute annehmen. Ich bräuchte auf jeden Fall diese Tränen. Das Ding wird akzeptiert. Münzen habe ich momentan genügend. Ich nehme auf jeden Fall ein Feuer mit. Kontrahenten zanken sich weiter. Wenn ich hier eine Gefechtskarte entwerfe, die den Nahkampf erhöht, dann macht das Ding mir keinen Schaden, ne? Oder ich sage, ich nehme einfach den Schaden in Kauf und das Vieh ist safe tot. Ich nehme den Schaden einfach in Kauf.
und mach wieder Tribute suchen. Mit dem Prestige liege ich ja momentan vorn. Im Nahkampf gewinnt das Vieh. Das weiß ich ja schon. Aber im Fernkampf mache ich es halt instant tot. Ich weiß jetzt nur nicht, was mir das sonderlich bringt, das Vieh umzunieten. Ich habe im Trailer gesehen, dass diese Dinger auch Festungen angreifen können. Ach, Lilith sucht den Stress. Och, Lilith. Ich habe 72 einfach. Wäre es dann nicht wieder gut, einfach hier Heiligtum, Rang. Komm. Gebe ich 40 aus. Okay, mit Q und E drehe ich die Karte. Und dann sage ich. Ach, ist die Fehde vorbei? Ja, lustig. Ach, warum kriege ich keine Tränen? So, wieder Tribute. Kann ich die auch irgendwie heilen? Ach stimmt, da gab es ja irgendwo eine Fähigkeit, womit man heilen kann. Ich lasse die einfach mal nach oben, falls sie wieder Stress sucht. Und dann arbeite ich mit denen unten. Weil wenn ich dann den Krieg erklären kann, dann kann ich sie auch endgültig vernichten. Würde die dann aber vorher hochheilen. Die überspringe ich mal. Jetzt nutze ich mal dieses Überspringen-Tool. Dann komme ich auch ein bisschen besser voran. Und damit bin ich am Ende der Demo offenbar. Durfte nicht zu Ende spielen. Wie oft hast du die Zeit in der Hölle genossen? Setzt auf die Wunschliste und folge so dem Inferno aus Steam, um unsere Entwickler-Update zu erhalten und als erster erfahren, wenn das komplette teuflische Erlebnis veröffentlicht wird. Außerdem kannst du dich mit der Community unterhalten, etc. etc. Also weiter darf ich nicht spielen. Wie gesagt, das ist ja eine Demo. Ach, ich hätte Hauptmenü drücken sollen. Ich gehe sofort wieder ins Spiel rein, Leute. Das war auf jeden Fall Solium Infernum auf dem jetzigen Stand. Wie gesagt, ich starte gerade das Spiel nochmal. Ich würde da aber sagen, direkt von Anfang an, wenn der Key, den ich da bekommen habe, jetzt nur dafür galt, dass ich in die Demo gucken kann, dann sage ich von vornherein, dass ich eventuell das Vollspiel, je nachdem, was für ein Preis das hat, nicht anfassen werde. Also wenn das relativ günstig ist, dann würde ich das eventuell mit meinen Kollegen eventuell ein paar Mal spielen. Das könnte nämlich eigentlich ganz lustig sein, wenn ich zum Beispiel mit Sunny oder Akaya ständig Krieg führen will. Ich würde denen dann aber auch schreiben, spielt unbedingt das Tutorial, ihr versteht sonst nicht mal ansatzweise, wie das Spiel funktioniert, glaubt mir. Ich könnte jetzt hier Feedback schreiben. Das ist halt die generelle Info, da wäre eine Verlinkung zum Discord. Ich denke mal, wenn ich hier Einzelspieler machen würde, dann würde da jetzt auch nicht viel mehr passieren. Dann würde ich wahrscheinlich auch nur bis Runde 20 spielen können. Na gut. War ja dann ein relativ kurzer Stream. Ich glaube, bei YouTube kann ich das dann tatsächlich sogar mal uncutten lassen zur Abwechslung. Abgesehen von dem Vorspann. Nur eine Stunde Stream. Also bei mir ist jetzt ungefähr eine anderthalb Stunde mit Vorspann zusammen. Ja. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wie gesagt, mit der Vollversion mal gucken. Je nachdem, ob der Key, den ich bekommen habe, dafür gilt, dass ich das, die Vollversion auch spielen darf. Und auch noch zusätzlich abhängig davon, wie teuer ist das Spiel dann hinterher im Allgemeinen. Weil wenn, würde ich das eher mit Freunden dann, also meinen Kollegen dann spielen wollen. Und dann auch da Streams. Da würde ich dann aber wahrscheinlich wesentlich härter schneiden.
Also ich finde das Spielprinzip auf jeden Fall schon sehr spaßig. Mir würde das auch Spaß machen, auf jeden Fall gegen echte Spieler. Oder besser gesagt, wie gesagt, gegen meine Kollegen. Gegen die Bots fühlt sich geschenkt an. Also die Lilith beispielsweise, die haben ja wirklich komplett fertig gemacht. Und diese Viecher, die da über die Map gerannt sind, ja auch. Auf jeden Fall sage ich einfach mal an der Stelle, finden die Zuschauer YouTube-Gemeinschaft zuallererst, wenn es euch gefallen hat. Abo und ein Like da lassen. Ein Follow auf Twitch eventuell. Das Spiel, das verlinke ich in der Beschreibung, falls ihr euch das auf die Wunschliste setzen wollt, falls das Spiel was für euch ist. Das Spiel ist aber noch momentan nicht draußen. Da könnt ihr dann gucken. Ich glaube, 2024 erst wird das auf dem Markt erscheinen. Für Twitch setze ich das gleich auch einmal noch in den Chat. Aber von YouTube verabschiede ich mich an der Stelle dann schon mal und wünsche euch noch einen schönen Tag.